Du hast dir deine Hand an deinen Pimmel geklebt. Ja, du schon. Die klebt richtig fest. Ja. Und tut's weh. Hast und kriegst du den Finger auch gar nicht auf? Nein. Du hast ihn komplett angeklebt. Ja. Eingeklebt. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, deswegen bist du hier. Du kennst dich ja mit dem Ding aus. Die App zu Berlin Tag und Nacht gibt es jetzt auch ohne Werbung. 7 Tage kostenlos testen. Wenn das jetzt nicht hält, ist ja gut. Nicht. Yeah. 1A Powerkleber hält doch, was er verspricht. Alter, ich bin der absolute Baumeister. Kretze, Lynn und Luna sind an der Ostsee. Emmy und Danny gehen gleich arbeiten. Ich hab grad was repariert. Bin Muttersehne allein. Ja, ich hab mir eine Belohnung verdient. Komm mal her, Kretze. Ich bin weg zur Arbeit. Jo, viel Spaß. Ja? Ich bin im Crash, okay? Okay. Was ist denn jetzt los? Wieso rutscht denn das nicht mehr weiter? Ist das abgelaufen? Was? Scheiße, das ist ja nicht die Gleitcreme, das ist der Powerkleber. Ah, verflixt! Ist das okay bei dir oder brauchst du? Alles gut? Also dabei werde ich dir ganz bestimmt nicht helfen. Warum immer mit meinem Laptop, Schmitti? Wollt ihr nicht auf Arbeit? Ja. Ich überlege euch mit deinem Foto, schieße aber nicht, ich muss los. Ciao. Verdammte Axt, Alter. Wieso muss Powerkleber so schnell kleben und wie krieg ich meine Hand von meinem Ding? Mann. Mann, ey, irgendwie muss das Zeug doch wieder weich werden. Was machst du hier? Vor allem mit dem Föhn, ist das dein Ernst? Ich hab kein Problem, wenn du dir einen von der Palme wedelst, ne? Aber den Föhn benutzen alle und wenn du da reinspitzt, haben wir nachher einen Kurzschluss. Ja, du, ich kann's hier nicht, treff das Ding nicht. Keine Sorge, ist voll geil. Also, wir wollen ihn doch alle benutzen, was ist das? Ja, wolltest du nicht arbeiten hier? Ne? Ja, ich hab mein Portemonnaie vergessen und wollte schön, hier noch mal nicht. Klo, aber... Nee, ist grad nicht, ist ja, ich bin hier beschäftigt, ich bin alleine. Ich glaube, ich sollte mir auch mal einen eigenen Föhn kaufen. Ja, mach das. Viel Spaß noch! Scheiße, Mann, ey. Warum ist Kretze ausgerechnet jetzt an der Ostsee? Und Danny kann ich nicht fragen, der hat gleich eine Flex geholt oder einen Ambushammer. Oh, Mann, ey. Jetzt gibt's nur noch eine Person, die ich fragen kann. Was ist denn? Du warst übelst panisch und dramatisch. Was ist denn passiert? Was ist? Okay, Franzi, ich hab ein Problem. Soll ja kein Problem sein, für manche kommt es nicht auf die Größe an. Das meine ich nicht. Ich meine, ich hab vorhin meinen Lattenrost geklebt und dann ist mir ein Unfall passiert und jetzt klebt meine Hand an kleinen Schmitty. Du hast dir deine Hand an deinen Pimmel geklebt? Ja, du schon. Die klebt richtig fest? Ja. Und tut's weh? Hast du einen Finger auch gar nicht auf? Nein. Du
Du hast ihn komplett angeklebt. Ja. Hängeklebt. Ja. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, deswegen bist du hier. Du kennst dich ja mit dem Ding aus. Und ich dachte mir, vielleicht ein paar Lösungsvorschläge. Hm? So, lass dir mal jetzt was einfallen. Los, ratter, ratter, ratter. Hm? Das Ding muss von meiner Hand befreit werden. Ja, meine Hand von dem Ding. Also, kannst du auch so. Ja. Womit hast du dich denn angeklebt? Ja, ganz klar. Also, falls du da eine Marke brauchst. Der Powerkleber. Kleber extrem. Kleber extrem. Das klebt auch extrem. Ja. Also jetzt brauche ich von dir mal ein paar Vorschläge. Los, komm. Ja, aber was soll ich denn machen? Soll ich ihm zureden? Wenn's hilft. Soll ich ihn abziehen? Haben wir ja gerade versucht. Funktioniert nicht. Ja, was soll ich denn machen? Lass dir was einfallen. Hast ja also... Ja, ich habe eine Idee. Wir fahren zum Arzt, wir fahren ins Krankenhaus und dann machen wir da irgendwas. Also pass mal auf. Zum Arzt auf gar keinen Fall und Krankenhaus auch auf gar keinen Fall. Mann, da bin ich der Idiot vom Dienst. Hallo, da hängt die so ein Schild aus. Depp des Jahres. Aber da kommen haufenweise Idioten. Ja, aber Park. So... Du bist ja nicht schlimmer als andere. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Im Zweifel bist du dann nachher beschnitten. Hansi, lass dir was einfallen. Gib mir, denk mal kurz nach. Ja, du hast Zeit, bis die anderen von der Arbeit wiederkommen. Dann muss das Problem gelöst sein, weil sonst bin ich echt... Okay. Das ist mir direkt ganz heiß, Florian. Was machen wir denn? Ich denk mal kurz nach. Ja, denk nach. Also ich hab jetzt auf jeden Fall, glaube ich, alles drin. Laura mit Wasser, Zitrone, Cayennepfeffer und ein bisschen Backpulver. Jetzt braucht man nur was... Was, Cayennepfeffer? Oh. Du hast da Cayennepfeffer reingemacht? Ja, natürlich. Ich will mein bestes Stück noch behalten, ja? Hier steht, der Cayennepfeffer macht dich heiß von innen und dann schwitzt du und das löst den Kleber. Vielleicht, dass man am Penis schwitzt, aber okay, gut, alles klar. So langsam fühlt sich das da unten eher an wie Zementblock. Also, lass uns da bloß hoffen, dass das funktioniert. Und du meinst nicht, dass mein Penis jetzt wegschmilzt oder so? Das wird schon. Alles gut. Angst und durch. Mach dich frei. Ich bespritze dich. Halt nur los. Scheiße! Willst du mich umbringen, mein verdammte Kacke? Das war jetzt die einzige Option, die wir hatten. Aber ist dir heiß? Bist du schwitzig? Probier, ob du die Hand abkriegst. Nix. Ja, dann probieren wir es nochmal. Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, Alter. Das ist, war die Hölle. Ja, dann fahren wir ins Krankenhaus. Ja, okay, aber du fährst. Ja, muss ich ja. Wie willst du denn fahren? Du kannst ja nicht schalten. Aber Knüppel hast du schon in der Hand. Scheiße. Lief doch super, Schmitti. Guck mal, wie schnell wir jetzt durch waren. Ich hätte gedacht, wir sitzen da länger. Ja, ich bin die Lachnummer des Krankenhauses. Die Schwester war richtig nett zu mir, Alter. Und alle haben Fotos gemacht. Wow, cool. Oh. Bis zum nächsten Sexunfall bist du vergessen. Oh, ja, wer weiß. Mach mal mit dem, den hauen wir weg. Auf jeden Fall, ich tacker nur noch. Und schrauben, aber nicht mehr kleben. Alles klar. Oh, fuck, Alter. Oh, ich muss echt pinkeln. Kann ich jetzt den Verband sehen? Ja, hier. Den habe ich schon gesehen. Fangen Sie bitte. Das ist mir echt peinlich. Ich meine, das vorhin war, glaube ich, ein bisschen mehr peinlich. Das ist doch ganz goldig. Du hast ein ganzes Höschen gekriegt. Ja, ich hab ein ganzes Höschen gekriegt. Das kannst du aufheben für Rollenspiele. Ich muss jetzt pinkeln, jetzt kommt das Ding jetzt. Aua. Oh, Franzi, ich glaube, du musst mir schon wieder helfen. Ich krieg das echt nicht ab. Das tut ja weh wie Hölle, Alter. Ich glaube, du willst nur, dass ich dir da rumfummel. Franzi, du kannst auch hier dran ziehen, ist mir egal. Ich hab da noch gar nicht richtig angefasst. Ich hab da. Ich kann euch kein Zimmer nehmen, Alter? Was hast du da an? Willst du jetzt irgendwelche Rollenspielchen machen? Will ich das von vorne sehen? Nee. Hallo.
was hast du mit deiner Hand gemacht? Ja, also... Wer hat einen kleinen Unfall? Ja, einen Unfall. Ein Fahrradunfall. Fahrradunfall. Alles gut? Also mit deiner... Ja, alles. Soll ich wieder mal gucken? Nee, du brauchst nicht gucken. Da hat schon jemand Professionelles raufgeguckt. Ist schon okay, ja. Gut, dann ist auch echt übel. Ich kann mal hier suchen und das Kratzen erzählen, was das ist. Geil! Okay, Franzine, hast den Tag vergessen. Wir gehen jetzt gleich ins Crash, räumen alles auf, aber als erstes muss ich pinkeln. Okay. Ich zieh's jetzt einfach mit dem Ruck runter. Mhm. Auf 3. Ja? Mhm. Ah, was? Das ist 3! Ja, ich komm doch schon. Wir haben eine 10er, ich weiß, wer das ist. Ich komm doch, ja! Mann. Na, sag mal, Schmidt, was ist denn hier los? Da vorne ist zu. Ich glaub, hier viel blöder. Genau. Ist zu. Na, was denn hier nur zu? Pass auf, ist zu. Aber für dich, weil du mein Stammkunde bist. Mike, heute noch was dran, okay, mein Freund? Steht jetzt nicht, komm. Aber na ja, gut. Komm. Berührst. Was hast du denn mit deinem Arm gemacht? Mit deiner Hand? Und humpeln tust du auch? Siehst du alles nach? Ja, was ist denn los? Nicht der Rede wert war ein Unfall. Ja, na ja, gut. Komm rein, Udo, komm rein. Ach, guck mal, Franzi ist ja auch da. Na, da weiß ich doch gleich, was los ist. Warum du so humpeln tust. Nee, du weißt, was los ist. Ja, dann machen wir mal schnell eine Bulette, ein Korn und ein Bier. Und ja, stimmt das also, ja? Warte. Lass ihr Bene hier? Habt ihr krachen lassen die Nacht? Krachen lassen? Ja. Ich wüsste nicht, was dich das angeht, Udo. Aber... Ich hab das Schmidtchen richtig zum Schreien gebracht. Oh ja, oh, ich hab richtig geschrien. Wow, hab ich geschrien. Das schlägt mir jetzt doch ein bisschen auf den Magen. Ich glaube, ich muss erst mal auf den Top gehen. Geh auf den Top. Na gut, dann bis gleich, ja? Ja, klar. Bis gleich. Danke. Danke, dass du mich ständig aus der Scheiße holst. Wirklich, danke. Aber nur so... Könntest du vielleicht ein kleines Missgeschick so für dich behalten? So von Freund zu Freund. Warum? Soll ich das machen? Keine Ahnung. Wäre cool. Also, ist ein bisschen peinlich für mich. Ja, aber witzig für mich. Franzi, bitte. 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 Okay. Echt? Dafür überlege ich mir was Schönes. Ja, kannst du gerne. Kannst du gerne was überlegen. Gut. Gut. Ich hole mir jetzt erstmal Kuchen. Ja, ja, klar. Und du kannst mir Bier machen. Aufs Haus. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Ja, klar. Bis dahin ist mir was Schönes eingefallen. Ja, dann mach ich's bei dir. Scheiße, mit einer Hand ist das jetzt schon schwierig. Mann, Franzi ist echt so cool. Was würde ich ohne sie machen? Ich meine, dann hätte ich ganz oft ganz, ganz schön alt ausgesehen. Ach, sie ist einfach die Beste. Mann, ich freue mich so krass, ihn endlich wiederzusehen. Bela, ich bin wieder da. Heute ist Halloween. Was meinst du, wie ich und Kratzer immer Halloween gefeiert haben? Oh, und das fehlt mir halt ein bisschen. Wenn das irgendwie sein Ding ist und sein Feiertag, dann muss ich doch was machen. Ihr zwei Mäuse geht noch eine Halloween-Party. Sag mal, hast du Dean schon gesehen? Nee, die sollte eigentlich schon längst da sein. Keine Ahnung, wo das steckt. Ey, ausgerechnet heute beschließt die, mich einfach hängen zu lassen. Dabei habe ich mich auf ihn verlassen. Ey, das ist hier gerade eine absolute Katastrophe. Hier läuft gar nichts. Bitte komm jetzt zur Matrix. Hä, ist ja übergeil. Die Lage... Die ist riesig. Das hier ist der Wahnsinn. Wow. Ich würde Ihnen empfehlen, sofort zu unterzeichnen. Sofort? Was? Hab ich bei Ihnen jetzt schon wieder gesehen? Das kann doch nicht sein.